Wir sind hier in Bosnien, genauer gesagt in Velika Kladuša. Das ist ein kleiner Ort an der bosnisch-kroatischen Grenze, wo jetzt aktuell mehr und mehr Geflüchtete ankommen. Hier haben wir zwei Container. Wir werden hier zunächst den gesamten Müll entfernen, dann alles desinfizieren. Und danach werden die Container hergerichtet. Die meisten Menschen, die hier ankommen, müssen aktuell unter freiem Himmel schlafen. Und die Container sind jetzt vor allen Dingen gedacht für Familien, für Verletzte oder ältere Menschen. Und wir planen, in circa 2 Wochen damit fertig zu werden. Es gibt hier immer wieder heftige Regenfälle, sodass diese Container also wirklich dringend gebraucht werden. Und wie ihr sehen könnt, gibt es auch Fenster, sodass auch Tageslicht einfällt. Aber hier muss noch eine Menge geschehen. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zu helfen, diese Container wieder aufzubauen und zu renovieren, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit hier mit einer Spende unterstützt. Da wir von keiner großen NGO finanziert werden, brauchen wir also wirklich jeden Euro. Gemeinsam mit Aktivisten, Volunteers und den beiden Gruppen No Name Kitchen und SOS Team Kladuša versuchen wir hier gemeinsam wenigstens einigen Geflüchteten eine bessere Unterkunft bieten zu können. Wir möchten uns außerdem bei allen bedanken, die uns bisher unterstützt haben. Ohne euch wäre all das gar nicht möglich. Vielen, vielen Dank.